Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Rippi und heute haben wir mal wieder das Thema Sortiermaschinen. Und ich habe einige Fragen gelesen, die ich noch nicht beantwortet habe und die ich eigentlich gerne im Video beantworten würde. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, sind in letzter Zeit sehr wenig Videos von mir bezüglich Minecraft gekommen. Das liegt daran, dass ich beruflich so ein bisschen eingespannt bin, nicht so viel Zeit habe für Videos. Ich werde aber trotzdem versuchen, künftig wieder hin und wieder mal was zu machen. Die Frage, die ich als erstes gestellt gekriegt habe, ist die Verwendung von mehreren Trichtern für eine Kiste, also mehrere Items in eine Kiste zu sortieren. Und das baue ich hier gerade mal. Ich muss mal gerade den Sound ein bisschen hochstellen. Ja, das ist natürlich selbstverständlich möglich, mehrere Items in eine Kiste zu sortieren. Das Beispiel war bei der Frage jetzt zwei verschiedene Holzsorten. Wir machen es jetzt mit Cobblestone und Gravel. Das funktioniert ganz einfach. Zwei Trichter an eine Kiste. Das sortiert sich dann selbstständig. Hier bauen wir natürlich alles wieder ganz normal hin. Und das sollte problemlos funktionieren. Wir haben hier drei verschiedene Sortiermaschinen, die ich bereits einmal präsentiert habe in der Folge 30 zum Redstone 1.5 Update. Ja, hier sind wieder drei Kisten, für jede Sortiermaschine eine Doppelkiste, die alle gleich gefüllt sind mit den gleichen Inhalten und so weiter. Das werde ich gleich durchlaufen lassen, um zu gucken, ob die Maschinen alle noch funktionieren, was nämlich die zweite Frage wäre. Die wurde erst vor ein paar Tagen gestellt. Nämlich, funktionieren diese Maschinen mit 1.6 überhaupt noch? Ich kann schon mal so viel sagen, sie funktionieren. Ich weiß allerdings jetzt nicht, welche schneller ist. Ich bin nicht ganz genau informiert darüber, was mit 1.6 an den Komparatoren oder an der gesamten Technik so geändert wurde. Inwieweit die jetzt effektiver oder schneller arbeiten. Deswegen werde ich das jetzt gleich dann einmal durchlaufen lassen, um dann zu gucken, ob sich da vielleicht etwas geändert hat. Ja, das wären die Fragen, die sind somit beantwortet. Zuletzt noch, ich habe inzwischen auch einen Real-Life-Kanal, vielleicht wollt ihr euch den auch mal angucken, ich werde den hier im Video verlinken. Ansonsten freue ich mich natürlich über Kommentare von euch, über Likes oder Abos. Das steht euch dann natürlich frei, da entsprechend zu handeln. So, ich schmeiße jetzt die Kisten an und dann hoffe ich, dass wir uns in dem nächsten Video wiedersehen. Ja, wie man in dem Video gesehen hat, oder in dem Zeitraffer, ist diese Maschine immer noch die schnellste. Und diese hier hat sehr stark an Effizienz gewonnen. Im Gegensatz zu den letzten Versuchen ist der Ausschuss doch recht gering geworden. Und diese Anlage hier ist leider die langsamste geworden. Ansonsten hat sich aber eigentlich nicht wirklich etwas geändert. So viel Unterschied macht es nicht. Hier haben wir keinen Ausschuss und an dieser Kiste sehen wir jetzt, wir haben Cobblestone und Gravel in einer Kiste und am Sortiersystem hat sich an sich nichts geändert. Das ist also völlig problemlos möglich. Also beide Fragen sind beantwortet. Die Sortieranlagen funktionieren weiterhin genauso wie vorher auch. Sie sind immer noch
wahrscheinlich genauso schnell. Ich werde es noch genau auswerten mit den Zeiten und die dazu schreiben. Und dann sehen wir uns.